Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich heute auf der Reitalm. Hinter mir seht ihr den Dachstein. Der Albtraum eines jeden Fotografen. Fotografieren am Tag 2. Das ist der Titel dieses Videos. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß. Hier mein erstes Motiv gefunden. Da hinten ist der Reiteralmsee und der Dachstein, der sich hier herrlich präsentiert. Ich habe einen Bohlfilter oben, einen Verlaufsfilter und einen ND64-Filter, damit ich die Belichtungszeit etwas verlängern kann, da der See unruhig ist. Und jetzt werde ich die Aufnahme machen, ungefähr mit Blende 14 und 2 Sekunden. Ich habe jetzt den Standpunkt verändert, denn es macht oft Sinn, wie ich schon euch öfters gesagt habe, die Perspektive einfach zu verändern. Ich möchte jetzt diese Blumen im Vordergrund haben. Sie haben eine schöne violette Farbe und dann hinaus auf den See und auf den Dachstein fotografieren. Es geht leider sehr der Wind, das heißt, die Blume wird im Vordergrund nicht scharf sein. Das muss aber auch nicht immer sein. Oft hilft ein unscharfer Vordergrund dazu, das eigentliche Motiv zu betrachten, nämlich das ist eigentlich der Dachstein und dieser Reital. See. Von den Einstellungen her werde ich wieder auf Blende 13 gehen. Mal schauen, welche Belichtungszeit ich zusammenbringe. Ja, ich gehe auf Blende 16, 6 Sekunden. Wenn ich grundsätzlich von Albtraumfotografieren am Tag sprach, meinte ich natürlich das Licht, denn in der Früh und am Abend ist das Licht feiner und grundsätzlich besser zu fotografieren. Es gibt aber natürlich einige Ausnahmen und das ist eben beispielsweise der Spiegelsee hier auf der Reitalm in Schladming in der Steiermark. Doch Fotografieren am Tag bringt nicht nur harte Schatten und kein gutes Licht, sondern es gibt ein anderes Problem und das sind einfach die Wanderer und die Touristen. Man glaubt hier, man geht in Graz, in der Herrengasse oder in Wien am Stephansplatz. Es ist unglaublich, was sich hier Leute herumdummeln von allen Ländern. Es ist einfach ein Wahnsinn. Natürlich ist Sommerzeit und heute ist einer der schönen Tage, nachdem es hier wochenlang geregnet hat in der Steiermark. Aber was soll's, jetzt bin ich mal hier, um Fotos zu machen und ich werde mich bemühen, natürlich die Leute außen vor zu lassen. Aber wie immer in der Fotografie ist Geduld extrem notwendig. Hier hinten ist der Dachstein, hier gibt es zwei kleine Seen. Seen ist übertrieben, so ganz kleine Teiche oder Bergseen. Und die werde ich im Vordergrund halten und dann den Dachstein da hinten einfangen. Ich muss nur warten, bis hier die Leute weg sind. Und das kann, wie ich gesagt habe, wirklich ein Geduldsspiel sein. Natürlich hat es heute auch 35 Grad. Das tut das Seinige und die Schatten sind hart. Aber das habe ich ja gewusst, wenn ich zu Mittag fotografieren gehe. Thank you.
Man muss sagen, unabhängig davon, dass der Spiegelsee wirklich eine Augenweide ist, dass er wirklich total gut ins Bild gesetzt werden kann, wenn der Almrausch blüht. Ich habe mir gedacht, ich war ungefähr, glaube ich, vor 2 Jahren da, ich verlinke dieses Video, da war der Almrausch in voller Blüte und ich konnte einen wundervollen rötlichen Vordergrund setzen. Der Almrausch ist leider im August schon verblüht. Ich habe mich, glaube ich, beim Monat vertan. Ich dachte mir, ich war damals auch im August da, ich muss im Juli da gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz ist es eine herrliche Gegend und es gibt neben dem Spiegelsee noch weitere schöne Seen. Heute habe ich nur 2 kleinere besucht, die ich noch nie zuvor gesehen habe, aber die anderen 2 habe ich heute ausgelassen, denn ich war wieder so intelligent und habe zu wenig an Trinken mit eingepackt. Das habe ich aber dann ordentlich nachgeholt. Wenn man wirklich entspannen will, wenn man tolle Fotos machen will, dann ist der Spiegelsee wirklich ab 10 Uhr vormittags nicht mehr empfehlenswert. Erstens ist die Spiegelung weg und zweitens sind die ganzen Menschen da. Das hat keinen Sinn. Die werdet euch nur ärgern, wenn ihr keine gescheiten Motive dann zusammenbringt. Was ich aber dazu sagen muss, fotografieren am Tag, der Albtraum geht weiter. Grundsätzlich ist die Mittagszeit ja keine Zeit, um gute Fotos zu machen. Die Schatten sind hart. Wenn man Personen fotografiert, hat man die Schatten im Gesicht oder die Stirn wird gerunzelt, die Augen werden zusammengezwickt. Das ist nichts. Es gibt ja manche Porträtfotografen, die in der helllichten Sonne fotografieren, also wirklich absoluter Schwachsinn. Und so ist es auch in der Landschaftsfotografie, aber mit einer Ausnahme wie hier beim Spiegelsee. Wenn ihr ein Motiv habt, das so gestaltet ist wie der Spiegelsee, das heißt blaues Wasser, ein Berg im Hintergrund, der zum Teil schneebedeckt ist, und wenn das Wasser glatt ist, das heißt, wenn kein Wind geht, wenn ihr die Spiegelung dieses Berges dann im Wasser habt, dann ist auch die Mittagszeit eine tolle Zeit, um tolle Fotos zu machen. Besser gesagt eher bis 9:30 oder 10, denn dann ist die Spiegelung weg. Also auch am Tag kann man gute Fotos machen. Natürlich, ich war noch nie hier in der Früh oder am Abend. Ich weiß nicht, wie sich der See hier gestaltet. Das werde ich vielleicht einmal probieren. Was mir abgegangen ist, wie schon erwähnt, ist der Almrausch, der nicht geblüht hat. Der ist wirklich als Vordergrund ein echter Eyecatcher. Aber alles kann man nicht haben. Trotzdem ist es sehr, sehr schön hier. Die nächste Frage, die sich stellt, wenn ihr die Destination Spiegelsee hier in Schladming auf der Reiteralm besucht, welche Filter benötigt ihr? Eines muss ich sagen, wenn es windstill ist und ihr rechtzeitig am Spiegelsee seid und der Dachstein sich im See spiegelt, dann genügt im Endeffekt ein Polfilter, um etwas die Kontraste zu verstärken und den Glanz aus dem Wasser zu nehmen. Ich habe aber immer alle Filter mit eingepackt. Ich habe einen ND8, einen ND64 und einen ND1000 und natürlich auch einen Polfilter, und ich verwende die Filter immer je nach Situation. Zumeist habe ich sogar einen ND64 aufgeschnallt. Ich möchte nämlich verhindern, dass das Wasser in Bewegung ist. Ich möchte es einigermaßen glatt haben. An dieser Stelle werde ich das Video jetzt beenden. Ich werde wieder die Heimreise antreten. Ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Auch ein Like würde mir gefallen. Das hilft dem Algorithmus und meinem Kanal vorwärts zu kommen. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao, baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.